Christian Haupt und mache Triathlon bei Hannover 96. Im letzten Jahr, da bin ich auf Hawaii beim Ironman Amateur-Weltmeister geworden. Im Jahr davor bin ich in der Altersklasse-Weltmeister geworden, Vize-Europameister auf der Mitteldistanz und vor ein paar Jahren auch Duathlon-Vize-Weltmeister. Ich würde gerne den Aufwand ganz gerne nochmal in den Vordergrund stellen. Das ist ja schon so, dass man ja schon ein bisschen was trainieren muss und auch in Anspruch nehmen muss oder sich freischaufeln muss, auch neben dem privaten alltäglichen Leben. Das sind schon so um die 20 Stunden pro Woche, die ich trainiere. Also das heißt 6 Uhr Beckenrand, von da aus direkt zur Arbeit. In der Mittagspause gehe ich dann häufiger mal laufen oder nach der Arbeit. Und dann fahre ich häufig direkt von der Arbeit montags zum Physio. Und dann vom Schlafen gehen aufs Fahrrad noch oder was? Für 2 Stunden? Nee, an dem Tag wird er nicht Fahrrad gefahren. Oh, okay. Also Christian hat es, glaube ich, absolut verdient, weil wenn man sieht, was das für ein zeitlicher Aufwand ist und natürlich auch seine Erfolge, die er hat, und eben das auch noch bestätigt, was er investiert, glaube ich, dass er sich auf alle Fälle verdient hat.